Wie krass ist eigentlich Google Maps? Ich meine, ich benutze die App jeden Tag, ihr wahrscheinlich auch. Die kommt irgendwie so total unscheinbar daher. Hier kann ich mal kurz nachschauen, wie ich zum Frankfurter Hauptbahnhof komme. Und dann noch einen guten Ramenladen in der Nähe raussuchen. So weit, so harmlos. Aber was, wenn ich euch jetzt sage, diese App ist vielleicht die mächtigste App auf unseren Handys. In Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt. Nicht WhatsApp, nicht Instagram, nicht TikTok und schon gar nicht BeReal. Nein, Google Maps. In diesem Video schauen wir hinter die Tarnung als Service-App und in die Zukunft. Ist Google Maps zu mächtig? Beherrscht die App unser Leben bald komplett? Vielleicht glaubt ihr mir noch nicht, aber dann wartet's mal ab. Okay, bevor wir zu den Schattenseiten von Google Maps kommen, müssen wir fairerweise sagen, die App ist schon krass. Seit dem Launch im Jahr 2005 hat Google Maps 1,5 Milliarden Gebäude und rund 250 Länder kartografiert. Das hat die Art, wie wir durch die Welt navigieren, für immer verändert. Und es kommen auch immer neue Funktionen dazu, die ohne Frage ziemlich cool sind. Zum Beispiel Immersive View. Das ist quasi eine Deluxe-Version von Street View. These breakthrough technologies are coming together to power a new experience in Maps called Immersive View. It allows you to explore a place like never before. Einige Anwendungen von Google Maps sind aber nicht nur einfach schön anzuschauen, sondern auch richtig sinnvoll. Rollstuhlfahrer können mit der App zum Beispiel barrierefreie Orte finden. Und sie zeigt Autofahrern, auf welcher Route sie weniger Sprit verbrauchen und damit auch weniger Emissionen verursachen. Ich brauche euch nicht zu erzählen, was Google Maps noch alles kann. Wir alle wissen, die App ist super praktisch. Genau deshalb nutzen sie ja auch über 1 Milliarde Menschen rund um die Welt. Außer in China, da ist Google Maps verboten. Wie viele Nutzer es tatsächlich sind, weiß man nicht. Eine offizielle Statistik rückt das Unternehmen hinter Google Maps, Alphabet, nämlich nicht raus. Was man aber sagen kann, ist, dass Google Maps global einen Marktanteil von ungefähr 70% hat und damit ziemlich sicher die meistgenutzte Navi-App der Welt ist. Google Maps hält also 2/3 des gesamten Marktes. Der Rest kommt zusammen gerade mal auf 1/3. Noch dazu sind die Google-Karten in über 5 Millionen Webseiten und Apps integriert, zum Beispiel bei Uber oder Airbnb. Selbst wer Google Maps also nicht auf dem Handy hat, nutzt es über andere Apps dann irgendwie doch. Zwischen 2016 und 2018 hat Uber fast 60 Millionen Dollar an Alphabet gezahlt, um die Karten von Google Maps nutzen zu dürfen. Aber solche Deals sind nicht ohne, dazu gleich mehr. Sie helfen Google dabei, immer mehr zum Alleinherrscher über den Navi-Markt zu werden. Und genau das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Macht von Google Maps zeigt sich als allererstes daran, dass es kaum Alternativen gibt. Okay, ja, es gibt Apple Maps, aber eben nur auf dem iPhone. 70% der Smartphones weltweit laufen aber auf dem Google-Betriebssystem Android. Und da ist Google Maps natürlich vorinstalliert. Wieso sollten sich die Leute dann noch eine andere Karten-App installieren? Und ein eigenes Kartennetzwerk aufzubauen, das kostet Milliarden. Das macht den Einstieg für Konkurrenten echt schwer. Schafft es dann doch mal ein Wettbewerber, eine gute Alternative auf den Markt zu bringen, wird er meistens direkt von Google gekauft. So wie Waze 2013. Google wird deshalb vorgeworfen, unliebsame Konkurrenten systematisch auszubremsen. Am liebsten wäre Google einfach der King über alle Bewegungsdaten. Das Unternehmen verbietet Uber und seinen anderen Kunden zum Beispiel, Google Maps mit den Daten anderer Kartenanbieter zu kombinieren. Am heftigsten wird dieser Kampf gerade in der Autoindustrie geführt. Viele Autohersteller, vor allem in den USA, haben Google Maps längst in ihre Fahrzeuge integriert. Anders sieht es aber in Deutschland aus. Hier wehren sich die großen Autohersteller seit Jahren mega hartnäckig dagegen. Sie wollen nicht, dass Google die Fahrdaten ihrer Kunden sammelt. Je mehr Daten man nämlich hat, desto besser kann man selbstfahrende Autos programmieren. Und Google ist mit Waymo da direkter Konkurrent der Autokonzerne. VW, Mercedes und die anderen Hersteller haben bislang also lieber auf Google Maps in ihren Autos verzichtet und sogar den Kartendienst Here gemeinsam für mehrere Milliarden gekauft, um sich was Eigenes aufzubauen. Der Widerstand der deutschen Autoindustrie fängt aber gerade an zu bröckeln. Google hat nämlich seine Strategie geändert. Die Autohersteller müssen dem Unternehmen jetzt nicht mehr den ganzen Bordcomputer abkaufen. Sie dürfen jetzt auch nur einzelne Funktionen von Google Maps in ihre eigenen Betriebssysteme integrieren. Dieser Strategiewechsel ist wirklich super interessant. Letzten Sommer hat das Bundeskartellamt hier in Deutschland ein Verfahren gegen Google Maps eingeleitet. Darüber hat die ganze Welt berichtet. Die Behörde ist für einen fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen zuständig. Konkret geht es darum, dass Google offenbar die Kombination seiner Kartendienste mit Kartendiensten Dritter einschränkt. Also genau das, was Google zum Beispiel bei Uber macht. In der Pressemitteilung steht außerdem diese Passage. Die Prüfung erstreckt sich parallel auf Lizenzbedingungen für die Verwendung von Googles Kartendiensten in Fahrzeugen.
Dass Google den Autoherstellern jetzt doch erlaubt, ihre Navis mit Daten aus Google Maps zu kombinieren, ist vor diesem Hintergrund schon sehr spannend. Mercedes-Benz ist im Februar jedenfalls direkt eingeknickt. Da hat das Unternehmen eine langfristige strategische Partnerschaft mit Google verkündet. Alle neuen Fahrzeuge sollen demnach zwar das hauseigene Navigationssystem haben, angereichert wird das aber zum Beispiel mit Sonderzielen wie Tankstellen oder Restaurants von Google Maps. Ich habe bei Mercedes nachgefragt und die sagen, dass Google keinen Zugriff auf die Fahrdaten bekommt. Dass sie sich für Google Maps als Partner entschieden haben, weil sie ihren Kunden die beste Navigationslösung bieten wollen. Und weil die Leute dem System vertrauen. Mit HERE will Mercedes aber trotzdem zusammenarbeiten. Im Klartext heißt es, für die beste Navigationslösung braucht Mercedes Google Maps. Die Kunden wollen nur das. HERE oder irgendein anderer Anbieter reichen da nicht. Das ist zwar nur ein Teilsieg für Google. Mercedes behält ja laut eigener Aussage die Hoheit über die Fahrdaten. Google hat aber jetzt trotzdem auch auf dem deutschen Automobilmarkt den Fuß in der Tür. Und das ist schon ein krasser Erfolg. Schritt für Schritt zementiert Google Maps seine Marktmacht weiter. An dieser Stelle müssen wir vielleicht kurz was einschieben. Was bedeutet es eigentlich für uns Nutzer, wenn ein Unternehmen so viel Macht über einen Markt hat? Wenn ein Unternehmen einen Markt dominiert, schadet das den Verbrauchern. Sie müssen dann zum Beispiel mehr bezahlen, als vielleicht nötig wäre. Wir merken nichts davon und denken schön doof, was für ein toller Dienst das doch ist. Und dabei wissen wir gar nicht, was uns vielleicht Besseres entgeht. John Oliver hat da letztes Jahr ein ganzes Video dazu gemacht. Er fasst darin ganz gut zusammen, was das Problem bei diesen auf den ersten Blick so tollen Tech-Unternehmen ist. Sie unterdrücken die Konkurrenz so komplett, dass die keine Chance haben. We'd never actually know if someone else could do it better, because they'll never get a fair chance to try. That is the problem. Google hat zwar kein glasklares Monopol auf die Navigation, aber ihr erinnert euch, das Unternehmen beherrscht einen Großteil des Marktes. Und genau deshalb schaut das Bundeskartellamt jetzt genauer hin. Das Verfahren läuft noch und es ist völlig unklar, was es bringen wird. Deutschland kann es eigentlich nur schwer alleine mit so einem mächtigen Player aufnehmen. Wir kennen das aus anderen Fällen. Die großen Tech-Konzerne ziehen dann zum Beispiel gegen das Kartellamt vor Gericht und spielen alle Vorwürfe runter. Aber vielleicht ist dieser Strategiewechsel von Google in der Autoindustrie schon eine erste Reaktion auf das Verfahren. Dann hätte es ja schon was gebracht. Okay. Wir wissen jetzt, wie krass Google Maps den Markt dominiert. Die App hat aber auch eine enorme Macht über unseren Alltag. Google Maps hat einen mächtigen Algorithmus. Und der bildet nicht nur einfach die Welt um uns herum ab. Er verändert diese Welt auch. Schauen wir uns dafür drei Cases an. Die Google-Bewertungen, den Straßenverkehr und einen krassen Fall aus den USA. Im Alltag machen wir extrem viele Entscheidungen von den Google-Sternchen abhängig. Natürlich ist es ein Riesenvorteil für uns, dass wir alle Restaurants oder Fahrradläden auf einer Karte haben und noch dazu sehen, ob die was taugen oder nicht. Für die Inhaber der Geschäfte heißt es aber, sie sind extrem abhängig von einem ziemlich undurchsichtigen Tech-Konzern. Ihr Schicksal kann sich an den Bewertungen bei Google Maps entscheiden. Vor ein paar Jahren gab es da sogar eine Studie dazu. Die hat gezeigt, dass schlechte Bewertungen auf Google Maps den Umsatz eines kleinen Geschäfts oder Restaurants um ein Drittel senken können. Der Tourismusexperte Mario Gavira hat es in einem Artikel mal auf den Punkt gebracht. Er sagt, Google Maps sei zum digitalen Gatekeeper für alle Arten von stationären Läden geworden. Ob Restaurants oder Nagelsalons, touristische Sehenswürdigkeiten oder natürlich Hotels. Viele von ihnen werden immer abhängiger von ihrem Google-Business-Eintrag in Maps werden, wenn ihre Ladentür weiter klingeln soll. Auch der Straßenverkehr wird massiv von der App beeinflusst. Stadtplaner haben sich über Jahrzehnte viele Gedanken gemacht, wie sie die Autos am besten durch die Städte lenken. In Hamburg zum Beispiel so. Da gibt es mit der A7 extra eine Autobahn, die den Fernverkehr aus der Innenstadt raushalten soll. Und jetzt kommt Google Maps mit seinem Algorithmus und stellt fest, auf der Autobahn vor dem Elbtunnel ist ja ständig Stau. Viel schneller geht's, wenn man abfährt. Und was passiert? Genau, die ganzen Autos und LKW landen in den Wohngebieten um Großflottbeck und nerven die Anwohner. In diesem konkreten Fall gab es sogar eine Petition. Da wollten die Anwohner erreichen, dass Google Maps und andere Navis den Verkehr nicht mehr so beeinflussen dürfen. Die Stadt sollte das quasi gesetzlich verbieten. Und hier sehen wir wieder die Macht von Google Maps. Die Petition wurde abgelehnt. Die Stadt Hamburg sagt, es habe zwar Gespräche mit den Navi-Anbietern gegeben, ganze Straßenzüge ließen sich aber nicht einfach aus der Navigation herausnehmen. Hier gab es unter anderem mit der Begründung komplexer Routing-Algorithmen, in die vielfältige Echtzeitdaten einfließen, seitens der Anbietenden vielfältige Gründe, warum dies nicht nach Belieben erfolgen könne. Insbesondere mit dem Unternehmen Google wurde der Austausch intensiviert. Eine Stadt kapituliert vor einem Tech-Konzern aus den USA.
und gibt ihre Hoheit über den Straßenverkehr ab. Die Städte sind den Google-Algorithmen machtlos ausgeliefert. Und das Stadtbild verändert sich, weil im Google-Hauptquartier jemand am Algorithmus dreht. Das ist ziemlich verrückt, oder? Aber es geht noch krasser. Der Google-Algorithmus mischt sogar bei so sensiblen Themen wie der Gesundheit mit. In den USA gibt es gerade eine ziemlich hitzige Debatte über Schwangerschaftsabbrüche. Seit kurzem sind Abtreibungen in einigen amerikanischen Bundesstaaten sogar wieder verboten. Soweit so bekannt. Ich wusste aber bislang nicht, welche Rolle Google Maps bei der ganzen Sache spielt. In vielen Städten tauchen unter den Top-Suchergebnissen für Abtreibungskliniken in der Maps-App nicht nur echte Kliniken auf, sondern auch sogenannte Crisis Pregnancy Centers. Diese Zentren werden von knallharten Abtreibungsgegnern betrieben und haben vor allem einen Zweck: den schwangeren Frauen die Abtreibung ausreden. Also genau das Gegenteil von dem, was die Frauen eigentlich suchen. Das Krasse: Google ist offenbar nicht besonders engagiert, das Problem zu lösen. Die ersten Berichte darüber gab es schon 2018, das ist jetzt 5 Jahre her. Erst vor kurzem hat das Unternehmen angekündigt, eine eindeutige Kennzeichnung einzuführen. Ich finde das aber immer noch krass. Für die Kennzeichnung, ob etwas seriös ist oder nicht, sind eigentlich der Staat oder spezielle Organisationen zuständig. Und dann mischt da einfach so ein Tech-Konzern mit. Mir macht das irgendwie ein ziemlich mulmiges Gefühl. Und Stichwort mulmiges Gefühl. Lass uns noch mal kurz drüber sprechen, wie viele Daten Google Maps sammelt und was das Unternehmen damit macht. Google weiß genau, wo ihr gestern Pizza essen wart oder in welches Fitnessstudio ihr geht. Und diese Daten sind verdammt wertvoll für Werbekunden. Sie können mit diesem Wissen gezielt Werbung für uns schalten. Inzwischen sogar bei Google Maps selbst. Zum Beispiel bezahlen Unternehmen Google dafür, dass sie entlang einer Route als Zwischenstopp angezeigt werden. Oder dass sie mit Markenlogo auf der Karte erscheinen. Und das bringt richtig viel Kohle. Hier sehen wir den Umsatz von Alphabet in den letzten Jahren. 2022 waren es rund 283 Milliarden Dollar. Dieser Umsatz kam fast komplett von der Tochterfirma Google. Und zwar allein von deren Werbeeinnahmen. Werbung bringt dem Unternehmen also noch viel mehr Geld als die Deals mit Uber, Airbnb und Co. Wie viel von dem Werbeumsatz von Google Maps kommt, weiß man nicht. Google sagt aber, dass sich die Zahl der lokalen Suchen dort zuletzt verdoppelt hat. Und damit steigt auch der Anreiz für die Unternehmen, genau da Werbung zu schalten. Daran seht ihr, Google lebt vom Werbegame. Und das funktioniert nur dank unserer Daten. Aber erstmal abgesehen vom Cash-Machen. Was kann Google eigentlich noch alles mit unseren Daten anfangen? Erstmal hat Google dank Maps ein ziemlich präzises Bewegungsprofil von uns allen. Und dafür interessieren sich nicht nur Werbekunden, sondern auch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Schaut mal. Die Behörden fragen immer häufiger Nutzerdaten bei Google an. Allein in Deutschland waren es im ersten Halbjahr 2022 über 25.000 Anfragen. In 74% der Fälle hat Google die Daten dann auch tatsächlich rausgerückt. Laut Google geht es dabei um zivilrechtliche, administrative und strafrechtliche Zwecke sowie Zwecke der nationalen Sicherheit. Es ist unklar, wann sich das Unternehmen für oder gegen die Herausgabe der Daten entscheidet. Immerhin bekommt man wohl eine Mail, bevor Google die Daten weitergibt. Klar, wenn es dabei hilft, Straftaten aufzuklären, hat es sicherlich einen guten Zweck. Aber der Zweck heiligt eben nicht immer die Mittel. Fühlt sich irgendwie ein bisschen nach Überwachungsstaat an, oder? Dieses Riesenthema Datenverarbeitung bei Google beschäftigt übrigens auch das Bundeskartellamt. Im Januar hat die Behörde Google abgemahnt. Das Bundeskartellamt bestätigt, was wir alle schon immer geahnt haben. Google kann sehr detaillierte Profile seiner Nutzer erstellen und diese dann für Werbe- oder andere Zwecke nutzen. Und um ihre Dienste zu trainieren, wo wir wieder beim Wettbewerbsvorteil wären. Und weiter heißt es, die Nutzer hätten zu wenig Wahlmöglichkeiten, wie ihre Daten verarbeitet werden. Zumindest in Deutschland versucht der Staat also langsam, Google Maps in den Griff zu kriegen. Man kann aber davon ausgehen, dass der Konzern sich nicht so leicht geschlagen geben wird. Es gibt nämlich ein paar Hinweise, dass Alphabet noch Großes mit Google Maps vorhat. Tatsächlich geht es, was auch sonst, ums Geld. Viele Journalisten und Finanzanalysten halten die App für eine Goldgrube. Eine Goldgrube, die Alphabet noch nicht ansatzweise gehoben hat. Google Maps is still the most undermonetized asset that I cover. This is a utility where Google has not yet turned on the monetization switch. Bei den Werbeeinnahmen ist langsam der Zenit erreicht. Das Unternehmen braucht also neue Geschäftsideen. Und hier kommt Google Maps ins Spiel. Das Manager-Magazin zum Beispiel geht davon aus, dass Alphabet Google Maps zu einer Art Super-App ausbauen will. Super-Apps sind ein Phänomen aus China. Ihr kennt vielleicht WeChat. Das ist damals quasi als das chinesische WhatsApp gestartet. Inzwischen gibt es in der App aber schätzungsweise 1 Million Dienste und Zusatzfunktionen.
Das ist also nicht mehr nur ein Messenger, sondern auch noch ein PayPal, ein Uber oder ein Tinder-Klon. Einfach alles in einer App. So schafft es der Betreiber Tencent, dass die Nutzer die App für nichts mehr verlassen müssen und macht damit Milliarden. Einmal über Werbung, aber eben auch über die In-App-Käufe oder Gebühren wie für das Super-Like bei Tinder. Im Westen gibt es so eine Super-App noch nicht, aber die Tech-Konzerne schauen natürlich ziemlich neidisch nach China. Uber und PayPal zum Beispiel haben mal Andeutungen gemacht, dass sie ihre App in so eine Richtung ausbauen wollen. Am nächsten dran an einer Super-App ist aber vermutlich Google Maps. Die App kann schon jetzt so viel mehr als nur Navigation. Friseurtermine, Lieferdienste, Taxi, Restaurants, Hotels, Wetter und. Die App ist der Alltagshelfer schlechthin. In den USA und einigen weiteren Ländern ist es jetzt sogar möglich, Parkgebühren oder Öffi-Tickets direkt in Google Maps zu bezahlen. Vorausgesetzt natürlich, man hat einen Google Pay-Account. Hat sich das erstmal etabliert, könnte das Unternehmen die Bezahlfunktion auf alle möglichen Bereiche ausdehnen, wie Kino oder Massage, und so die Nutzer immer stärker an sich binden. Genauso haben es auch die Super-Apps aus Asien gemacht. Tourismusexperte Mario Gavira sieht da auch ganz klar eine Strategie dahinter. Im vergangenen Jahrzehnt wurde Google Maps zum digitalen Gatekeeper des Stationärhandels. Nun ist es auf einem guten Weg, im neuen Jahrzehnt das transaktionale Betriebssystem der westlichen Welt zu werden. Ob es diese Super-App-Strategie für Google Maps wirklich so gibt, wissen wir nicht. Der Konzern lässt sich da natürlich nicht in die Karten schauen. Hinweise gibt es allerdings immer wieder. Zum Beispiel von Philipp Schindler, der ist Vorstandsmitglied bei Google. In einem Interview vor ein paar Jahren hat er Google Maps ein sehr interessantes Spielfeld genannt, auf dem Google in Zukunft Geld verdienen kann. Google Maps könnte für Alphabet also noch richtig wertvoll werden. Vor allem, wenn die App vielleicht irgendwann doch was kostet. Stellt euch das mal kurz vor. Dann können sich die einen das leisten und die anderen nicht. Ein Tech-Konzern in den USA entscheidet dann, wer Zugriff zu Grundbedürfnissen des Alltags hat und wer nicht. Klar, Google Maps ist super praktisch und hat unser Leben viel einfacher gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich komplett darauf verzichten könnte. Hierauf habe ich auf jeden Fall keinen Bock mehr. Aber ich finde es ganz schön unheimlich, wie abhängig ich von der App bin. Ich war echt überrascht, wie viel Macht Google Maps hat. Darüber, wo ich essen gehe, wie der Verkehr durch meine Stadt fließt oder ob ich im Notfall verlässliche Informationen bekomme. Und ich halte es für ein ziemlich großes Problem, dass Google den Markt so dominiert, dass Konkurrenten einfach geschluckt oder verdrängt werden. Das blockiert im schlimmsten Fall Innovationen oder lässt nur die zu, die von Google kommen. Die Behörden in Europa müssen da, finde ich, viel besser hinschauen, die großen Tech-Konzerne aus den USA regulieren und im Zweifel aufspalten. Monopole sind für uns Verbraucher nie eine gute Sache. Und Google Maps ist auf dem besten Weg dahin, der Alleinherrscher über das Leben sehr vieler Menschen zu werden. Das waren unsere Gedanken zu Google Maps. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über euer Abo. Und jetzt will ich von euch wissen, nutzt ihr Google Maps oder vielleicht ganz bewusst eine andere Navi-App? Habt ihr gewusst, wie viel Macht die App im Hintergrund schon hat? Und findet ihr das okay oder eher problematisch? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr von uns und über mächtige Unternehmen sehen wollt, findet ihr hier ein Video von meinem Kollegen Felix. Darin schaut er sich das Business der Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfer genauer an. Und wenn ihr das System hinter einem anderen großen Tech-Konzern verstehen wollt, schaut euch dieses Video von die da oben über Amazon an. Und damit sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.